Na, was machen wir denn jetzt Schönes, ah? Erzähl mal. Was hältst du davon, wenn wir wieder mal ein paar Sammelkarten von Pokémon aufmachen werden? Oh, das klingt gut. Ich liebe Pokémon Booster. Ja, ich auch. Also, diesen roten haben wir jetzt auf unseren anderen Kanal aufgemacht. Und jetzt hätten wir noch zwei zur Auswahl. Welche willst du aufmachen? Schwer zu sagen. Gottrum oder Inteleon? Also, ich will Pikachu. Nein, Lucky, Pikachu geht nicht. Dann suche ich mal aus. So, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit dem Stärkeren an, und zwar Gottrum. Hey, ich will Pikachu haben. Lucky, ich habe keine Pikachu-Box. Aber ich will so gerne eine Pikachu haben. Vielleicht ist ein Pikachu. Na, hoffe ich für dich. So, wollen wir mal. So, die Folie ist mal weg und der Deckel kommt ab. Aha. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Pokémon-Karten hattet oder jetzt auch noch habt. Wenn ja, dann auch ganz gerne, welches euer stärkstes Pokémon ist. So, da hätten wir die Gottrum-Promo-Karte. Auf eBay wird alleine diese Karte ungefähr für 5 bis 6 Euro verkauft. Wenn man bedenkt, dass so eine Tinbox 24 Euro kostet, ist das schon mal nicht schlecht. Wo ihr solche Pokémon-Karten günstig kaufen könnt, ich lasse euch den Link in der Beschreibung da. Die Seite heißt einfach kartendeck.net, nicht .de.net. So, und so eine Tinbox ist auch eine ziemlich coole Aufbewahrungsbox, ob man da seine Sammelkarten reinlegt oder etwas anderes. Auf jeden Fall, ich werde die mal behalten. So, die Promokarte kommt da jetzt oben wieder drauf. Ach ja, hier haben wir ja noch so einen Code. Falls ihr den online einlösen wollt, gönnt ihn euch. So, wir haben insgesamt 4 Booster. Schwert und Schild und dann ein paar etwas ältere Sonne und Mond. Ich würde mal sagen, wir fangen von oben an, so wie das gelegen hat. Also machen wir mal auf, Schwert und Schild Booster. Da haben wir noch so einen Code. Gönnt ihn euch, Freunde. So, 4 Karten von oben kommt weg. So. Energie. Flanschlick habe ich schon. Kikalo. Ziehe 3 Karten. Interessant. Castadur. Goldini haben wir gestern auch gezogen. Roselia. Watzapf. Salanga. Metallplatte. Muss ich später ein bisschen einarbeiten. Oh, und da haben wir auch was Schönes. Ein Urgl-V. Schaut euch den mal an. Oh, das ist auf jeden Fall eine ziemlich schöne Karte. Also auf eBay habe ich geschaut, der Urgl-V kostet ungefähr 4 bis 5 Euro. Das ist schon mal nicht schlecht. Mit unserem Gottrum haben wir schon ungefähr 10 Euro wieder eingespielt. Natürlich ist das Ganze nicht wieder der Sinn der Sache, aber man möchte auch so ein bisschen schauen, ob es es wert war, wenn man das Ganze verkauft. Und übrigens, diese Metallplatte kostet auch ungefähr 1 Euro. Oh, ich denke, heute ziehen wir viel bessere Karten als gestern. Und ich denke, du gehst mal eben beiseite. Oh Mann, ey. So, was haben wir denn da Schönes? 2. Booster Schwert und Schild. Ja, genau, Freunde, den Code könnt ihr auch haben. Also, 4 Karten packen wir mal nach unten, damit die beste ganz am Ende ist. Eine Energy-Karte. Chimsticks. Glücksei. Wenn das Pokémon, an das die Karte angelegt ist, durch Schaden einer Attacke deines Gegners kampfunfähig wird, ziehe so lange Karten, bis du 7 Karten auf deiner Hand hast. Interessant. Dann haben wir ein Zwolok, hatten wir gestern auch. Ein Pampuli. Ein Gladiantri. Hoplo. Kleptifuchs. Lampi. Und ein Roselia. Elfun. Naja, nicht wirklich was. Das kommt mal da beiseite. Und? Hast du ein Pikachu? Nein, habe ich nicht. Nein, zieh jetzt ein Pikachu. Lucky, geh weg. Zieh ein Pikachu. Lucky, weg mit dir. Mann. So, wir machen mal mit Welten im Wandel weiter. So, den Code könnt ihr euch natürlich auch gönnen. So, Zugenergie, Cosmovum, Turner, so ähnlich wie der Abturner wahrscheinlich, Araqua, Onix, Rokosein, Schatz, Griffel, Floink, Sandan und oh, wir haben den, jawohl, wir haben den,
Pikachu. Yeah, das ist ziemlich cool. Pikachu in Holo, auf jeden Fall denke ich, Lucky wird sich freuen. Oh, wir haben den hier. Komm, ein Kuss für dich. Lucky, geh mal weg. Oh, Entschuldigung, ich bin einfach nur ein bisschen aufgeregt. Gib ihn mir jetzt. Komm, Lucky, ich filme das Ganze eben schnell zu Ende und dann kannst du mit ihm spielen, okay? Oh, okay. So, und ein Wolverock. Ah ja, auf jeden Fall bin ich schon mal happy, dass wir den Pikachu haben. Und ich würde sogar sagen, das ist auf jeden Fall die beste Karte von heute. Natürlich nicht die stärkste, auch nicht die wertvollste. Aber dann haben wir ein bisschen Ruhe von Lucky Bear. Komm, ich pack die mal bei dem Pikachu da so hin. So. Und was haben wir da noch so Schönes? Unser letzter Booster. Drückt mir die Daumen, dass wir hier was richtig Schönes ziehen. Gönnt ihn euch. Einfach kurz auf Pause drücken, abschreiben oder einscannen und das war's. So, wollen wir mal. Energie, Sonderbonbon. Oh, Sonderbonbon habe ich mich immer im Gameboy-Spiel gefreut. Könnte mal ein bisschen aufleveln. Aranestro, Pandir, Makuhita, Ibidak. Ibidak ist hier, scheint ein bisschen schwach zu sein. Also in den ersten Spielen in Rot und Blau Edition war der eigentlich schon nicht schlecht. So, Krabox. Tukanon. Oh, very nice, very nice. Tukanon, diese Karte geht auf eBay ungefähr auch für 1 Euro weg. So, Alola Digdri. Wow, hat der aber schöne Haare bekommen. Schön in Reverse Holo. Auch ungefähr 1 Euro. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal genauer an. Ja, ungefähr 4 Euro. Gotrom, sagen wir 5 Euro. Wären das um die 9 plus diese so, keine Ahnung. Insgesamt, ich denke einfach so zwischen 12 und 13 Euro könnte man eventuell die ganzen Pokémon-Karten verkaufen. Das wäre ungefähr so der halbe Preis von der Tinbox. Leider hätte sich das Ganze finanziell nicht gelohnt, aber wir haben natürlich Pikachu. Ja genau, wo ist der überhaupt? Hier Lucky, da ist er. Und, bist du fertig? Kann ich ihn mitnehmen? Ja, nimm ihn mit. Oh danke, komm Pikachu. Freunde, wenn euch gefallen solche Booster-Openings, gebt auf jeden Fall ein Like. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Heute machen wir was ziemlich Cooles. Komm Jumanji, wir erzählen denen, was wir gekauft haben. Ja, wir haben so ein Glibi Factory gekauft. Damit kann man ziemlich cool Schleim herstellen. Das hier ist eigentlich Schleim zum Baden, aber das kann man auch so herstellen, um einfach so ein bisschen damit zu spielen. Hier auf der Verpackung sehen wir, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und da steht 2x40 Gramm. Das sollte eigentlich für mindestens 20 Füllungen reichen. Bin sehr gespannt. So, wir holen das Ganze mal raus. Aha, ein großer Behälter. Etwas in der Tüte. Keine Ahnung, was das ist. Und da haben wir das Pulver, woraus man diesen Glibi-Schleim selber macht. So, und ja, das war's eigentlich. Oh, was sind das für coole Löffelchen? Ja, schau mal, das hier sind Schleimlöffelchen. Boah, die sehen ja cool aus. Und was haben wir da noch so? Ja, dann haben wir hier noch das Pulver, was ich gerade eben erwähnt habe. 2 Packungen davon. Aha, meinst du, das wird uns reichen? Ich hoffe es. Ansonsten habe ich noch so ähnlichen Pulver von einem meiner älteren Videos. Ein paar Becher. 3 Stück an der Zahl. Wofür das hier ist? Ich denke, diese Teile kommen da so rein. Nein, die passen dann nicht so richtig drauf. Sind ein bisschen zu klein. Also muss das Ganze ein bisschen anders dran. So, wir nehmen das jetzt mal. Und hier hinten kommt das gute Teil so dran. Da haben wir eine Öffnung. Wenn wir es aufmachen, kommt der ganze Schleim raus. Wenn wir zumachen, dann eben nicht. Dann haben wir hier noch die Kurbel. Damit können wir das Ganze ziemlich gut verrühren. Eine Art Spielzeugmixer. Und das grüne Teil habe ich jetzt auch so dran gemacht. So gehört das dran, auf den Bildern war es zu sehen. Ein Becher kommt da rein und dann kann man, wenn man das Teil oben dreht und die Öffnung offen hat, Schleim reinpumpen. So, diese Haltenoppen oder wie heißen die nochmal, kommen hier hinten mal so dran. Irgendwie fällt mir jetzt das Wort für die nicht ein. Also, ich habe das hinten an meine Wand befestigt. Ich hoffe, das wird halten. Und in diese Öffnung müsste man jetzt Schleim und Wasser zusammen reinmachen und dann einfach ein bisschen drehen, um das Ganze zu verrühren. Dann, wenn das fertig ist, mache ich unten die Öffnung raus und befülle somit meinen Becher. Ziemlich cool, nicht wahr? Oh ja, das ist so cool. Wir könnten ja den ganzen Aquarium damit voll machen und ich könnte da drin dann chillen. Ja, vielleicht ein andermal, Lucky. Aber die Abonnenten wollen das. Wir werden das ja später in den Kommentaren lesen.
So, Wasser kommt da jetzt ein bisschen rein. Ich weiß gar nicht, was für eine Menge ich reinmachen soll. Jumanji, Schleim muss da noch rein. Einfach nur aus Wasser wirst du da keinen Schleim draus bekommen. Ja, schon fast vergessen. Hier haben wir unser Pulver. Schnipp und rein damit. Überhaupt keine Ahnung, was für eine Menge da rein soll. Ich glaube, noch ein bisschen sollte da schon rein. So. Und wieder ein bisschen umrühren. Also mir sieht das Ganze momentan noch ein bisschen wässrig aus. Freunde, ich habe ein klein wenig gewartet und schaut mal, so ist das geworden. Auf jeden Fall, dieses Pulver braucht ein klein wenig Zeit im Wasser und dann wird das so. Ja, eigentlich ist das mittlerweile schon viel zu fest, da muss ich jetzt ein bisschen Wasser nachfüllen. Ganz falsche Menge reingemacht, aber beim ersten Mal ist das okay. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder verrühren. Sieht immer noch ein bisschen fest aus. Ich öffne mal die Öffnung. Aha, und jetzt immer wenn ich drehe, kommt da immer ein Stückchen in den Becher rein. Sieht fast aus wie so Wassereis. Tada! Und fertig ist unser Zeug. Sehen tut das auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also mir gefällt das. Und damit könnte man ja tatsächlich so ein ganzes Aquarium befüllen für Lucky Bear. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ja so ein Schleimlöffelchen. So, ja, damit könnte man jetzt cool spielen und eventuell auch einen Anti-Stress-Ball machen oder so, wenn man das jetzt in einen Luftballon reinfüllen würde. Oh, das sieht ja cool aus. Hey Jumanji, was machen wir damit? Essen wir das? Das kannst du nicht essen. Aber ich habe so Hunger. Hier, Lucky, für dich. Wow, das sind meine Liebsten. Und ich muss jetzt Experiment dafür machen? Nein, heute musst du nichts dafür machen. Einfach ein kleines Geschenk. Oh, mein Lieblingstag. Und Freunde, wenn es auch euer Lieblingstag ist, unbedingt abonnieren. Aha, sonst werde ich traurig. Also, ich werde ein bisschen weiter mit diesem Schleim spielen. Freunde, falls ihr auch so eine coole Glibi-Schleimmaschine haben wollt, ich lasse euch den Link in der Beschreibung von der da. Bis die Tage. Ciao.